Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Hexit mit der Jenny, hallo, dem Ishi, juhu, und dem Loki und dem Tobi. Ach, natürlich. So, sag mal her, geh mal deinen Trader und dann gucken wir mal. Dann gehen wir jetzt mal zusammen nach da unten. Hä, da ist doch schon was drauf. Smite, Unbreaking und Looting. Ja, das konnte habe ich auch aufgemacht, aber Sharpness nirgendwo steht. Was ist denn Smite eigentlich? Ist das Sharpness? Nee, Sharpness ist Sharpness. Smite ist hier, ist doch im Flammensetzen noch nicht. Nee, das ist Fire Aspect. Nein. Doch? Doch. Und Smite? Smite, keine Ahnung. Ja, oder. Hä? Lass mich mal gucken, warte. Siehst du? Da steht kein Sharpness. Warte mal, wo ist denn Loki hier? Bei mir stand das bei meinem Giant Sword. Hallo Schatz, wir nehmen noch auf. Hallo Schatz. Hallo. Unbreaking steht bei seinem Ender Giant Sword auch nicht, ne? Doch, Unbreaking ist sogar drauf. Ist drauf. Oh, okay. Also, aber wenn ich mein Schwert reinlege, ist Unbreaking ganz oben und Sharpness da drunter direkt. Ja. Okay, das ist irgendein Bug. Ist nicht drauf, ne? Aber im schlimmsten Fall könntest du auch einfach ein Buch verzaubern mit Sharpness und das dann auf den Amboss dann legen. Wenn das dann geht, ja. Das müsste gehen. Ey, braucht man dafür ein bestimmtes Buch oder? Ich hab auch gerade eben geguckt. Man braucht doch für so ein Enchant-Dings da Book, oder? Oder kann man das mit einem normalen Buch auch machen? Also dieses. Verzauberst ein normales Buch und daraus wird so ein Buch. Smite ist Bann. Ich habe jetzt gerade mal auf Deutsch gestellt. Was ist, und was ist Bann? Gut gegen. Skelette, ne? Nein, aber doch, gegen alles mögliche und Totes. Zombies. Ah, okay. Ja, ist ja auch nicht so schlecht. Und ich glaube, nix. Ich mache mir auch mal jetzt so ein paar Bücher, die sind echt geil. Ich habe die gefunden. Die brauchen wir ja eigentlich. Normalerweise brauchen wir sie ja in Hexen. Ja. Ich mach danach. Okay. So, was mache ich denn heute? Ich habe eigentlich alles geschafft in der letzten Aufnahme. Ich habe jetzt meine schöne Scale-Rüstung. Habt ihr schon gesehen, wie bedrohlich ich aussehe? Da kriegt ihr direkt Angst, oder? So lila, wie ich bin, so männlich. Ich war schon. Lila männlich, ja. Zumindest lachst du selber drüber. Ja, das ist schon mal gut, ne? Ja. Guck mich an. Zeig mir seine schöne Arschbacke. So, warte, ich will jetzt einfach mal gucken, wie viel Eisen Loki hat. Also nicht, um mir das zu stibitzen, sondern einfach mal, ob ich wirklich so ein Noob bin und der Einzige bin, der kaum Eisen hat. Also ich habe jetzt 12 gezählt. 12. Ich hab dafür Dias. Also, ich hab dafür Dias, ja. Ja, aber man braucht ja auch Eisen für manch andere Sachen. Alter, ich sehe nur Kisten. Deine Wohnung ist eine riesige Kiste. Der Rest ist leer, da musst du nicht weiterkommen. Okay, okay. Also alles ist hier in diesem Raum, wo wir stehen. Hier so, okay. Nee, dann hast du. Und hierhin ist auch nichts mehr? Dann bist du auch so eisenarm wie ich. Also gut, da fühle ich mich schon gleich besser. Da habe ich Dias. Und ich weiß, dass ich im Keller noch was drin habe und mich gebaut. Was ist denn das eigentlich für eine Truhe hier in der Mitte, wo Setzlinge und so drin sind? Das war die erste Truhe, die ich gesetzt habe. Ich habe sie noch nicht umgebaut. Kein Bock, ne? Ist egal, wenn einfach eine Kiste im Weg steht. Egal. Jenny, was ist los mit dir? Red mal ein bisschen. Jenny. Ich war bin gerade im Tower ein paar Stationen geflogen. Ach, da, na, das hätten wir uns auch denken können. Schwert geklaut, ja, das hätten und dann wir uns war ich gerade ein bisschen. Ja, so ein bisschen. So, dieses bisschen passt überhaupt nicht in diesen Satzbau. Also in diesem, was du da. Zumindest brabbelst. Nicht mit Jenny in Verbindung. Es waren ein bisschen viele Mobs, aber die machen ja keinen Schaden zum Glück. Oh, ich habe doch ein Ender Giant Sword. Coole Sache. Ich habe auch zwei jetzt. Ach, ich hol ein paar Monster. Komm, es ist gerade Nacht und dann. Nutze ich sie produktiv. Da Jenny ja so oder so nicht da ist. Ja, sorry. Ja, ist ja kein Problem. Mach ich mir ein paar Level. Boah, Alter. Wo willst du dir Level machen? Einfach draußen, bei den Viechern. So. Dass ich mir ein Level mache. Ich glaube, wir sollten mal eine Regel einführen, dass man immer ein Bett mitnimmt. Nein, jetzt ernsthaft, das wäre hammer clever. Ah, vergisst man aber auch sehr schnell. Ja, deshalb hast du es ja immer in deinem Inventar. Ich finde, da gibt's Wichtigeres. Ja, also auf diesen einen Platz, Kollege, ne? Da kannst du wohl drauf kacken, oder was? Und auch noch mit den 4 Rucksäcken hat man 300 Plätze oder so. Ja, aber ich habe nur 2 Rucksäcke. Dann bau dir welche.
Da muss ich ja meine Ressourcen auf. Da hast du nur zwei Rucksäcke. Ich habe da schon voll viele gemacht gehabt für alle. Ja, stimmt. Ich habe drei wegen Jenny und einen gefundenen, ein Big Backpack. Boah, da, das war geil, ey, als ich den gefunden habe. Das war richtig geil. Das geilste ever. Geilste ever. Ever. Ah, jetzt blendet Jenny oben links wieder ein ever mit Ö. Hat hier auch eine vorhin geguckt. Ja. Eine. Ich hab's auch erst bei Einlagen gemacht. Alter, ich hör Viecher, ich hab. Alter, wo sind die? Ich hab voll die Halluzination hier. Ah, da unten. Keine Ahnung, das ist Hammer. Oh ja, und das ist sogar ein. Ja. Ein Ramop. Ja, davon hatte ich auch gerade einen. Na komm, na komm. Lieber. Er hat mich genervt. Weg! Mit. Ach gut, man kann die Stäbe jetzt doch komplett aufbrauchen, die verschwinden dann. Ja. Das ist ja. Wer fliegt da durch die Gegend? Wer ist das? Ich. Sollen wir Monster jagen? Ich habe auch nichts Gutes Zeus. Alter, ist das vielleicht so ein Fake Tower? Da hatte ich Glück bei meinem in der letzten Folge. Vorletzten. Ah, ich schau mal, was ganz unten ist. Die Wärmops, die droppen ja mal gut. Das ist ja, das stimmt. Oh, das eine schon, ne? Cool. Hexet ist schon was. Die Kohle droppen vor wenig, finde ich immer. Ja, ein paar Dias? Ach, ohne sogar. Das ist einer, der in die Erde reingeht. So. Das sind aber meistens die besseren, ne? Eigentlich. Ja, eigentlich schon, aber. Alter. Grad irgendwie nicht. Oh, Hexit ist echt schon was Geiles, ey. Das ist. Ja. Das macht so Bock. Und da gibt's auch immer so verschiedene Möglichkeiten. Das ist ja einfach nicht nur Minecraft, da gibt es noch so viel, das ist. Alter. Ich mag das. Das ist echt schön. Auch schön hier in der Wand sind erstmal Diamanten. Nehme ich auch mit. Hast du ein Glück? Ey, zweimal hintereinander. Nö. Oh, schon wieder runtergefallen. Oh, der Mann. Ist aber nirgends hier in der Nähe. Der ist bestimmt bei ich mag Jenny. Das nicht, wenn ich zu den ganzen Ramps runterfalle. Verstehe ich gar nicht. Da war die mir mal das Schwert klauen. Das ist echt nervig. Aber dafür habe ich ja immer noch einen schönen Bogen parat. Mhm. Ach, die Bogenschützen, die prügeln sich da unten gerade selber. Ich hab Alter, was ein paar Bäume gefällt. Alter, was ist denn ein Lich? Lich? Ja. Lich habe ich. An der Burg. Lich wüsste ich jetzt auch nicht. Lich, ne. Wüsste ich nicht. Iron Giant Sword. Oh, das war's auch. So, Level 15 schon wieder, das ist echt geil. Wie schnell das geht nachts. Alter, auf jeden Fall hat er 240 HP. Nett. Was? Wow. Und er ist untot. Und hat Zauberstäbe und kann zaubern. Wer? Das aber ist nicht dieser Dorfbewohner, dieser Lilane, oder? Nö. Okay. Nee, das ist der Einzige, den ich wüsste, der zaubern kann und stark ist. Genau, auf jeden Fall ist er tot. Nice. Und droppt da was Geiles? Nö, ich glaub nicht. Keine Ahnung. Shit. Oh, hier ist so ein Riesenwurm. Ich glaube, hier ist was anderes hin, aber hier ist Brick, also aus Kobbel, die. Okay. Seid ihr denn gerade bei komplett neuem Gebiet oder da, wo wir. Alter. Stern. Ja, was ist denn hier los? Dreimal hintereinander. Ich bin ja nicht da. Deswegen hab ich ihn jetzt so. Ja, ah, hallo. Ich geh jetzt auch mal in eine Höhle, komm. Das, wenn ich hier schon eine so schön sehe, dann gehe ich da jetzt auch mal rein. Oh, das ist so ein Türending, glaube ich, oder? Nee. Das ist das mit den kaputten Ziegeln, wo er meint, hinter den Ziegeln ist immer eine Kiste. Ach so, ist so das? U-Bahn. Eine U-Bahn, ja. U-Bahn. Das hatten wir auch schon das Thema, ne, Jenny? Ich habe ein bisschen Angst. Brauchst du nicht haben. Da falle ich nicht nochmal rein, scheiß Kiste. Daraus habe ich gelernt. Da war hier ist noch mal ein paar Dias. Das ist schön. Der macht mir mal Angst. Der ist so groß. Ja. Wie in diesem Minotaurus. Ja. Wer weiß, was sie gerade gesehen hat oder wer im Zimmer war. Hm? Ach, Stefan ist rausgekommen. Der macht mir Angst, der ist so groß. Aha. Jenny. Wieso ich? Du? Ich? Du hast das gesagt. Ich weiß ja nicht, woran du denkst, ne?
ich nur nachgeäfft. Was? Was ist denn? Was ist denn? Ich hab gesagt, der ist so groß, der macht mir Angst. Und dann hab ich gesagt, Stefan ist nach Hause gekommen. Und jetzt sagt er, oh, ja, schnell wegpacken. Ja. Versaut wie ihr. Schätzelein. Das ist ein ganz schlimmer Schatz. Ah ja, das war wieder der... Oh, hier ist eine Seele, Jenny, komm her! Ich bin nicht da. Die ist auch, die kommen manchmal einfach so in Höhlen. Das ist mir echt... ist schon mal aufgefallen. Das sind einfach Seelen in der Höhle. Das ist echt. Ja. Das hatte ich aber auch schon, ja. Oh, so eine verzauberte Glücksspitzhacke ist so geil. Mit den kaputten nicht? Nein. Echt? Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich so Angst vor den Dingern habe. Ich glaube einfach nur, weil die so groß sind. Die erschrecken mich immer. Was denn eigentlich jetzt? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Minotauren? Jenny, ja. Kannst du jetzt bitte dein perverses Thema wechseln? Da ist ein Spawner auch noch drunter. Oh, ich habe einen Spinnenschacht gefunden. Micha! Cool. Boah, so eine riesige, sowas wie eine, ja, jetzt nicht so eine Bahnstation, aber irgendwas mit Schienen, unterirdisch. Das wäre auch nicht schlecht. Da könnte man auch schnell so ein riesen Meer überbrücken. Unterirdisch halt. Wenn man das durch die Hölle macht, ja, sonst nein. Das brauchst du da auch ewig. Aber kannst du ja durch die Hölle machen, ist ja kein Ding. Ja. Muss man einen Höllenbahnhof bauen. Geht auch ganz gut. Vor allem, weil du durch die Nether Bricks ganz schnell durchkommst. Nether Bricks. Kommt man ja ganz schnell durchgegraben. Das ist das Schöne. Yay, ein Sattel. Routing ja, aber so ein Riesen, so ein Riesenmeer bei uns ist auch nicht so schön. Und auf der anderen Seite kam nichts. Da ging schon wieder das andere. Da ging es weiter mit dem Meer. Also das war echt schon nicht so doll. Hallo, Kollegas. Wie geht's denn so? Kollegas? Ja, läuft, Jenny. Und bei dir so? Schwing ihre Äxte. Ich weiß auch schon warum. Dass wir den scheiß Spawner weg mal. Ich hab das jetzt kapiert hier. Ichi, fehlen dir noch Skelettköpfe? Willst du welche? Die hast du ja damals gesammelt in einem damaligen Projekt. Nö, gerade nicht. Nee. Nö, grad, in einem damaligen Projekt? Nicht. Was für ein Projekt? Ich weiß nicht. Wollen wir jetzt genau wissen? Ich weiß. Hexet? Aber wir machen doch jetzt Hexet. Tja, Jenny, du bist nicht das Einzige in meinem Leben. Kannst du nur, Ishtar. Ah, jetzt habe ich kein Holz mit, ey. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Ja, dann muss ich mir was abbauen. Ich bin ja gerade in einem schönen Spinnenschacht. Da ist ja genug. Aber ohne Axt ist das so eine Sache. Hallo, Rüstung. Oh, hier sind aber viele Rüstung. Warum bleibt denn das jetzt da hinten? Komm noch her. Oh. Was? Man kann ja ein Backpack benennen. Das sehe ich auch ja, gerade zum ersten Mal. Ja, mit dem Dings der Armbrust. Ja, kannst Nein. du benennen. Du kannst auch ein Backpack mit Shift und Rechtsklick benennen. Echt? Ja, was? Also wenn du in deiner Leiste unten... Stimmt, ja. Rechtsklick machst, wenn du Shift gedrückt hältst, dann steht da... Namen eingeben. So, einen noch. Aber ich leere die so oder so immer aus, direkt. Deswegen ist das gar nicht so wichtig. Aber dann kannst du die durchnummerieren, damit, oder deinen Namen dann zumindest draufschreiben. Damit, wenn du mal stirbst, damit du ihn direkt wiederfindest. Ja. Und direkt weißt, dass es deiner ist und ich extra reingucken muss, weißt du? Stimmt. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal durchnummeriert bei mir. So du bist ja schon so ein kleiner, tufter Typ, ne? Du? Tufter Typ. Tufter Typ, da. Tufter. Ja. Tufter. Ist der tuffig? Das passt sehr gut zu Loki, ja? Das. Ne, Loki? Da wird er ganz rot. Oh. Woher weißt du? Aber du scheiß Skelett. Warum platzieren sich die Blöcke, wenn ich sie abbaue? Das gefällt mir nicht. Kann eine goldene Feder kostenlos verzaubern? Goldene Feder? Meinst du jetzt eine Phönixfeder?
eine goldene Feder. Die, die zum Fallen da sind. Ach so. Und was kann man denen verzaubern? Unter anderem Unbreaking, Soul Tether. Ach so, ja, stimmt. Unbreaking ist sogar, Afterlife sogar. Okay. Wenn es kostenlos ist, kannst du einfach ausprobieren. Wenn da nichts kommt, dann. Ich hab's einfach mal raufgemacht, zumindest Unbreaking und Soul Tether. Falls ich mal sterb, hab ich's ja noch. Ja. Aber ist nicht schlecht, ne? Und vor allem, wenn es kostenlos ist, stört's ja niemanden. Haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. 30 Eisen, ey. Das ist nicht so die Welt. Ich bin ja noch am Farm. Er ist am Eisenfarm. Ja, muss auch mal sein. Ich hab nichts mehr gehabt, ehrlich nicht, ey. Was sind das hier alles für komische Büsche? Ach, kann ich gar nicht mehr einsammeln. Oh, da kommt ein Gegner, Alter, ich mach zumindest mit einem Schlag down, fertig, das ist so geil. Oh, ich hab einen goldenen Helm, will einer? Nein. Danke, heute nicht. Nö, ich brauch auch keinen. Wir hatten hier gerade eine Flasche auf mich geworfen, WTF. Wahrscheinlich ein Zombie oder so, der... In dein Gesicht. Ich sehe die ganze Zeit nur Flasken geworfen, aber ich sehe keinen Gegner. Jetzt ernsthaft? Ey, das macht mir Angst. Oh, Jenny, du hast immer Angst, ne? Ich hab Wasseratmung. Ja, das ist dann ein Rare-Mob irgendwo. Ja, aber wo? Ich sehe ja keinen. Er greift mich auch nicht an. Jetzt bin ich in der Spinnenwebe. Jetzt habe ich Wither-Effekt. Aber hier ist kein Gegner. ETF. Ah, Quantum Dust ist das, ne? Ja. Was kann man damit nochmal machen? Quantum Dust? Keine Ahnung. So ein... Wow. So ein grünes, komisches Zeug, was blinkt. Ja, schon wieder so. Ich finde so viele verschiedene Buschdinger hier. Das ist der Hammer. Wozu soll man dieses damit, shiny Baubel? Sense machen. Du kannst damit einen Quantum Computer machen. Und für was sind die? Ach ja, kann man ja. Na, oh, ich bin so schlau. Und Quantum Goggles. Goggles. Ja, Goggles. Goggles. Ich guck auch mal eben. Quantum. Was bringen habe ich keine Ahnung. Okay, das ist einer blinkt so komisch. Quantum Block? Kann man irgendwie gar nicht craften? Weil wenn ich draufklicke, passiert nichts. Aber diesen Computer kann man machen. Und Goggles. Wahrscheinlich hat man dann irgendwie so eine grüne Sicht. So wie es auf jeden Fall aussieht. Gehe ich davon mal aus. Könnte sein, ja. Ich mach die gleich mal. Einfach mal um zu gucken. Die sehen bestimmt stylisch aus. Ich glaub's eher nicht. Bauen wir jetzt erstmal hier Steine ab, brauche ich keine Backen. So, ich komme jetzt auch mal langsam wieder nach Hause. Das Farmen hat jetzt gereicht erstmal. Hab zwar nur so ein bisschen mehr als 30 Eisen, aber das reicht ja für den Anfang. Nein. Nein. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Hier gucke ich noch ein bisschen. Oh, hier ist noch... Oh, ja, hier ist richtig viel. Das nehme ich mir noch mit. Komm. Ich finde diesen Moosstein hier in dem Texture-Pack auch sehr schön. Jetzt Bugs, ne? Ja, muss man ja echt sagen. Hm. Ah, Boomerangs kann ich gleich auch mal machen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Da ist schon wieder eine Seele. Jenny, warum bist du nicht hier? Ja, ich mache mich gleich auf den Heimweg. Oh ja, aber dann kann... Da ist noch eine. Was ist hier los? Ich krieg Angst. Wow, wow, wow. Hier, was explodiert. Wow, wow, wow. Angst? Wovor genau? Alter Schwede. Hier sind überall Seelen. Wer weiß, was hier für ein Viech ist. Du? Oh, mein Schwert ist kaputt. Ach, mein Schwert sag ich schon. Mein Stab. Wow. Alter, da hinten war noch eine Seele. Alter, hier sind so viele Creeper. Alter. So, ich komme jetzt nach Hause. Mock that.
Ich baue mir jetzt einfach hier nach oben. Und dann kommt Lava und das war's. Da ist doch jetzt eine Folgerunde, hast du da noch eine? Ich wäre dafür, dass wir Ende machen. Warum? Weil mein Freund Hunger hat. Oh. Ist das denn jetzt mehr als eine, oder? Das ist genau eine. Eine, genau. 20 Minuten und 30 Sekunden. Ja, okay. Ja, aber... ja. Ja, wenn du es möchtest, machen wir das. Muss ich jetzt nicht weiter erklären. Wir können gerne irgendwie 2-3 Minuten, weil ich würde gerne hier eben noch zu Ende kloppen. Ja, das wäre auch geil. Ich möchte auch eben hier raus. So wie du es möchtest. Wobei, ich bin gerade hier, ich baue mich gerade blöd hoch. Ich habe doch hier eine Minimap und wenn ich mich da hochbauen würde, dann würde ich beim Wasser landen. Das möchte ich ja nicht. Warum nicht? Vielleicht ist das Wasser tief und dann ersüppel ich. Möchtest du das? Da ist doch ein Stab, der muss rausfliegen. Nee, nee, der ist gerade kaputt gegangen. Ach so. Dann ersippst du halt. Macht das Leben interessanter. Also anderes dann ist dann nicht mehr. Alter, jetzt backt es hier aber gerade ganz schön. Es leckt gerade ein wenig. Ja, aber ja, das haben wir gar nicht. Aber das hört doch direkt wieder auf. Das ist immer das Gute. Oh, noch ein paar Dias. Wow. Wir müssten mal mit hier bekannter Map spielen, sodass er die Map nicht immer laden muss. Raus hier, komm! Ja. Sehr gut, mit bekannter Map. Ja, so dass man die Map schon komplett sehen kann. Das geht. Weiß ich nicht. Hab ich jetzt aber so gesagt. Ich weiß nicht. Du musst denn ja einen haben, der überall einmal lang fliegt, damit die Map nicht mehr überall generiert werden muss. Ja, wäre das total cool. Und du weißt, wie groß die Minecraft-Welt ist, oder? Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ich bin ja nicht der, der das machen soll. Wie viel größer als die Erde? Da hat doch einer mal so einen Vergleich gemacht. Ich sammle hier die ganze Zeit Holz ein. Warum lädt es nicht mehr? Bei mir lädt es gerade, oder? Halt, es backt. Nee, es lädt nicht. Plötzlich bin ich 10 Meter wieder zurückgeproppt. Jo, bei mir geht gerade auch nichts. Oh, wieder soll die aufhören, in neue Gebiete zu fliegen. Jetzt. Mach das nicht jetzt geht's auf. Wieder. Was soll ich denn dann machen, du Vogel? Im Livestream. Wir bauen währenddessen den Hafen und du fliegst über. Alter, ich krieg eine Krise hier. Oh, ich werd gekloppt, ey, boah. Ich fliege die ganze Zeit runter. Und kann mich dann nochmal nach oben bauen und dann habe ich kein Kabel mehr gleich. Sehr schön, ich lasse die Diamanten jetzt einfach mal da Diamanten sein. Ich will jetzt einfach nur noch hier raus. Aber Diamanten. So, so, von mir aus können wir uns ausloggen. Ich stehe jetzt an der. Ja, ich bin gleich zu Hause. An der Stelle. Ich nicht. Ja, ich grab so lange noch, bis ihr bereit seid. Ich sehe schon Lokis Haus. Und meinen hübschen Wald. Und ist immer noch kein Ghostwood gewachsen. Also, bei mir sieht man gerade gar nichts, aber ich beeil mich. Kann sein, dass es nur in der Hölle wächst. Ah, das wäre scheiße. So, ich müsste auch gleich mal langsam draußen sein. So, ich höre schon. Ich bin zu Hause. Ich bin die ganze Zeit zu Hause. Tobi blockt. Alter, wenn ich jetzt ersüppel, ne? Das ist voll noch. Oh mein Gott. Nee, schaffe ich. Oh, ey, mein Herz. Zu fragen, jetzt Items wegsortieren oder einfach Kisten sortieren. Können wir das auch offline machen? Ja. Okay. Ja, klar, also. Gut, dann meint es mich gleich. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss.